Was kommt euch in den Sinn, wenn es um deutsch-jüdische Geschichte geht? Wir möchten euch mit auf eine Zeitreise nehmen, um zusammen ein in Vergessenheit geratenes Stück deutsch-jüdische Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte, zu entdecken. Und dabei wird uns ein Künstler begleiten, der damals eine steile Karriere hingelegt hat. Nämlich er hier, Moritz Daniel Oppenheim. Er war Maler, doch nicht nur das. Er war einer der ersten Juden, die im Deutschland des 19. Jahrhunderts eine akademische Ausbildung erhalten haben. Aber nicht nur die Karriere von Moritz Daniel Oppenheim war revolutionär, sondern auch die Zeit, in der er lebte.